Sony hat vor kurzem die Alpha 7 Mark III vorgestellt und eigentlich waren immer alle Alpha 7 Modelle ohne S oder R mit im Namen für Videografen ziemlich uninteressant, aber jetzt mit der Alpha 7 Mark III hat sich das geändert, denn die Kamera hat einige richtig coole Features und warum sie eventuell sogar meine nächste Kamera werden könnte, das erfahrt ihr nach dem Intro, also viel Spaß! Der erste Punkt ist der Akku und ich glaube, jeder Sony Alpha 7 oder Alpha 6300 Nutzer kennt die Problematik, denn die Akkulaufzeit war bisher einfach eine wirkliche Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Mit meiner Alpha 6300 konnte ich so am Stück vielleicht 45 Minuten 4K-Video aufnehmen und mit der Alpha 7S, die ich jetzt ja auch habe, sind vielleicht 30 Minuten möglich und das ist halt wirklich einfach nicht gut. Und Sony hat sich das zu Herzen genommen und jetzt neue Akkus verbaut. Der neue Akku sieht schon mal deutlich größer aus, ist auch von der Kapazität her mehr als doppelt so groß und die Akkulaufzeit ist mehr als viermal so gut. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben, aber ich kann im Normalfall locker 4 Videos aufnehmen, ohne dass der Akku leer geht oder auch einen ganzen Tag mit einem Akku vloggen. Und das war bisher nicht möglich, denn bisher mit der Alpha 6300 habe ich immer 4 bis 5 Akkus dabei gehabt, damit ich einen Tag durchvloggen kann und mit der Kamera reicht jetzt ein aufgeladener Akku aus. Der nächste Punkt, der mir persönlich ziemlich wichtig ist, das ist ein sehr guter Autofokus und im Normalfall braucht man den nicht zwingend, weil ich die Technikvideos im Normalfall eben manuell fokussiere, aber es gibt eben dann doch Einsatzzwecke, wo ich einen guten Autofokus brauche und das sind zum einen Vlogs, aber darüber hinaus gibt es auch eben die Situation, dass ich zum Beispiel mal eine Moderation aufnehme oder auch die Produktkamera bei meinen Unboxings ist immer mit dem Autofokus gefilmt, einfach weil mir selber das bei der Produktion einiges an Arbeit abnimmt. Und im Normalfall ist der Autofokus dann eben auch so gut, dass es dazu keinen Fehlern kommt. Und die Alpha 7 Mark III hat einen extrem guten Autofokus und zwar diese 693 Phasen Autofokuspunkte. Das ist der gleiche Autofokus wie in der Alpha 9 und die ist für die Sportfotografie entwickelt worden und ist dementsprechend dafür ausgelegt, schnelle Situationen gut einfangen zu können. Und dann wurden aber noch die 425 Kontrastfokuspunkte von der Sony Alpha 7 R Mark III genommen, einfach weil die eben in deren Sicht noch mal ein bisschen besser ist und man merkt einfach, dass Sony hier an dieser Stelle, was den Autofokus angeht, einfach das Beste vom Besten verbaut hat und aktuell gibt es meines Wissens nach keinen schnelleren Autofokus und deswegen ist das für mich natürlich eine optimale Wahl. Aber der größte Grund für eine Sony-Kamera der A7-Serie ist natürlich der Full-Frame-Sensor. Ich meine, schaut es euch selber an, ich finde, es sieht einfach unglaublich gut aus. Und damit meine ich nicht mal unbedingt die 24 Megapixel. Die machen zwar auch extrem gute Aufnahmen, aber ich persönlich brauche nicht mal 24 Megapixel, weil ich die Kamera eben hauptsächlich für die Produktion von 4K-Videos benutze. Und 4K entspricht von der Auflösung her in etwa 8 Megapixeln. Und dementsprechend sind 24 Megapixel mehr als genug. Aber eigentlich meine ich den allgemeinen Look, eben die Tiefenunschärfe auch im weitwinkligen Bereich und wie das Bokeh aussieht und die allgemeine Tiefe von diesem Bild. Das sieht einfach unglaublich natürlich und lebendig aus und das bekommt man mit einem kleineren Sensor wie zum Beispiel einem APS-C-Sensor nicht hin. Und dementsprechend finde ich eine Kamera mit einem Full-Frame-Sensor, wie in dem Fall jetzt die A7 Mark III, unglaublich toll. Was mir persönlich auch ziemlich gut gefällt, ist die Lowlight-Performance und bisher war die Alpha 7S ja so der Lowlight-King, weil die konnte einfach in der Nacht mehr sehen als man selber mit dem menschlichen Auge und ganz so krass ist es bei der A7 Mark III nicht. Allerdings ist es schon ziemlich nah dran und in 90 bis 95% der Fällen reicht diese Kamera auch vollkommen aus und auch hier kann man den ISO schon bis 204.800 hochschrauben und natürlich rauscht dann das Bild, aber es geht eben und in Situationen, wo man eben eine solche extreme ISO-Performance braucht, ist es einfach cool, dass man die in der Kamera drin hat und ich finde, die Aufnahmen kann man dann im Zweifelsfall trotzdem noch verwenden. Ich meine, immerhin, man kann die Aufnahme dann überhaupt aufnehmen und irgendwas drauf erkennen und gerade eben bei Vlogs und so, wo ich das Licht nicht immer selbst bestimmen kann, sondern auf das natürliche Licht angewiesen bin, ist es eben eine ziemlich nice Sache, dass da auch eine gute Lowlight-Performance ist.
Auch interessant sind für mich natürlich die Framerates, denn 4K-Videos können mit bis zu 30 FPS aufgenommen werden, aber Full HD kann mit bis zu 100 FPS aufgenommen werden und dann hat man eben auch die Möglichkeit, sogar den Ton mit aufzunehmen und das bietet an ganz andere Möglichkeiten, nämlich kann man dann zum Beispiel einen Vlog einfach dauerhaft in 100 FPS aufnehmen und dann die Stellen, welche man eben langsam haben möchte, einfach langsamer stellen und muss dann eben nicht beim Dreh oder bei den einzelnen Aufnahmen immer gucken, ob man eben die richtige Framerate eingestellt hatten, sondern man nimmt eben immer mit einer Framerate auf und passt dann alles im Nachhinein im Schnitt an. Und das ist einfach eine Sache, die den Workflow für mich als Videoproduzent nochmal ein ganzes Stück erleichtert. Und der letzte Punkt, welcher für mich im Workflow ziemlich interessant ist, auch gerade mit anderen Geräten wie meinem MacBook, das ist USB-C. Denn wir haben hier in der Kamera einen USB-C-Anschluss verbaut und mein MacBook hat ja nicht mal mehr einen SD-Karten-Slot. Das heißt, im Normalfall habe ich bisher immer einen Adapter gebraucht, aber jetzt brauche ich das eben nicht mehr, weil ich die Kamera einfach über USB-C anschließen muss. Und natürlich hätte ich das vorher auch mit Micro-USB gekonnt, aber nun brauche ich eben nur noch ein Kabel mit haben, mit dem ich die Kamera aufladen kann, mit dem ich Daten von der Kamera auf meinen Computer übertragen kann und mit dem natürlich auch mein Computer selbst aufgeladen werden kann. Und das spart mir einfach die Problematik, alle Kabel mitzunehmen, weil ich eben nur noch ein Kabel brauche. Also, das sind so die Gründe, weshalb die Sony A7 Mark III für mich eine ziemlich interessante Kamera ist und ich hätte sie mir persönlich auch schon gekauft. Jetzt gerade nachdem Sony mir die ausgeliehen hat und ich mit der ein bisschen rumgespielt habe, habe ich einfach gemerkt, dass diese Kamera eigentlich perfekt für mich ist. Allerdings möchte ich dann doch noch auf die Sony Alpha 7 S Mark III warten, welche auch demnächst vorgestellt werden soll und eben nochmal ein bisschen besser sein soll. Denn Sony hat selbst bei der Vorstellung von der A7 Mark III gesagt, dass das die Basic-Kamera ist, also der Einstieg in den Full-Frame-Markt. Und wenn das der Einstieg sein soll, mit all diesen Features, wie sieht es dann aus, wenn man eben ein bisschen über diesen Einstieg hinausgeht? Und die A7S war ja bisher immer so eine ziemlich interessante Kamera für Videografen. Das war auch die erste Sony-Kamera, welche 4K-Videos aufnehmen konnte. Und dementsprechend möchte ich auf die noch warten, aber wenn die nichts für mich ist, weil sie auch natürlich noch mal ein ganzes Stück teurer ist, dann wird es, denke ich mal, die Sony A7 Mark III. Und deshalb möchte ich mich bei Sony auf jeden Fall bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mit der Kamera mal ein bisschen rumzuspielen, die auszuprobieren und auch dieses Video hier zu produzieren. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao! Genau.